Ja, auf diesen Indigo-Vogel bin ich mal wirklich gespannt. Der Vater ist ja ein André Marx und die Mutter ist, glaube ich, von der verstorbenen Zigilski aus Duisburg. Und der hatte so Indigo-Farben auf dem Vogel, der Italiener. Der ist von Marieke Fink die Abstammung aus Holland. Also der gefällt mir wirklich, habe ich gestern abgesetzt. Jetzt muss er sich natürlich erstmal akklimatisieren, die nächsten Tage. Aber er ist sehr ruhig, weiß, was er will. Wir haben jetzt zwei Wanderfalken hier. Die haben jetzt also ganze Trupps, die sind noch weg. Die ganzen Haufen sind auch wiedergekommen. Ich habe unten die Jährigen alle noch losgemacht. Und will man machen. Dies wird ich. Er ist voll in den Schwarm, ist der mit reingeknallt. Und jetzt jagt er noch hier in der Gegend rum. Der Indigo-Vogel, der ist, da liegt die, also bei den Indigos, da liegen jede, also die Federn, die sind so eng anliegend, ist heller Wahnsinn. Da oben ist er wieder, jetzt haben sie ihn gerade gesehen, gucken hoch. Ja. Ja, Gott sei Dank geraten meine Tauben nicht in Panik, da oben ist er am Kreisen, da kreist er. Wanderfalke. Gestern waren noch top und heute flop. Ja. Ich meine, bis jetzt sind sie alle durchgekommen, die so aussahen. Ich weiß auch nicht. 2-3 Tage und dann strahlen sie wieder. Toi, toi, toi. Bin mal gespannt. Wie gesagt, gestern sah der noch wie geleckt aus. Ja, das ist der moderne Taubensport. Früher gab es in dieser Form das so nicht. Wahnsinn, was heute überall Federn liegen hier. Der ganze Boden ist voll. Rundherum an der Schlaganlage hier bei den Jungtauben. Alles voll. Ja, ist sowas möglich. Gestern habe ich noch gedacht, der eine oder andere hatte kurzzeitig so 2-3 Tage unwohl sein. Ich kann noch nicht mal sagen, hab sie abseits gesetzt. 2 Tage später waren sie wieder in Ordnung. Ja, und jetzt komme ich heute. Da ist hier alles schneeweiß. Ja, besser geht ja gar nicht. Dann werden sie wohl über den Berg sein. Hier auch im Schlag alles voll. Boah, du Teufel. Ja, und los geht's. Komm, Wacker, komm. Die Alten sitzen da hinten, die warten da. Ne, möchten immer einige, möchten mal die Alten mit rein. Aber der mit den braunen Bienen, mein Spaß. Da. Also an die Jungen, die machen mir bis jetzt sehr viel Freude. Wie gesagt, die hatten jetzt vereinzelt die Jungtauben. Weiß ich nicht, auf jeden Fall unwohl sein, sag ich mal so. 2-3 Tage waren die dann wieder so wie jetzt die Masse. Hier der Gamerte, der jetzt so guckt und guckt. Der gefällt mir auch nicht so ganz. Ne? Der zögert schon mit reingehen. Jetzt geht er wieder da. Das ist schon so. Da. Jetzt bin ich da von oben an der Tränke. Tränke steht ja draußen. Die rennen ja jetzt rein, also innen drin ist ja jetzt Futter. Und dann rennen sie alle zur Tränke nach draußen. Dann. Die ersten haben schon ein paar Körner gefressen, geht ja rasend schnell. Und dann wetzen sie zur Tränke. Da der Bunte, der war mal lange weg.
Jungte weggekommen. Auch Remy de May. Ist auch ein ausgefuchsten, die Stadt. Wer so bunt überlebt hat draußen, kann nicht doof sein. Ja, einige meinen, die haben es nicht nötig. Oh, da gab es eine Störung. Naja, der Großteil ist drin.